Man kann ja auch Holzzeug reparieren, aber das ist nicht unbedingt empfehlenswert. Lohnt sich noch weniger als Eisenzeug. Das einzige, was sich wirklich lohnt zum Reparieren, ist Diamantwerkzeug. Das ist schon teuer. Also ja. Zum Teil, wenn es verzaubert ist. Ja, das ist schon sehr teuer. Ich habe gerade eine Nachricht. Netzwerkeinstellungen. Von Hamachi. Was wollen denn die von mir? Ja, hab ich auch gerade gekriegt. Ja, bei mir ist gerade ein bisschen. Ist gerade Minecraft automatisch auf Exit gegangen. So. Alter. Ja, was wollen denn die Säcke? Ja, ich weiß es nicht. Die wollen ein bisschen Aufmerksamkeit. Die wollen doch nur gekuschelt werden. Die wollen nur Aufmerksamkeit, Basti. Von mir aber nicht. Stein habe ich auch noch. Wunderbar. So, Basti neben Feuer. Wieso habe ich schon wieder eine Eisenschaufel anstecken? Feuer. Ich mach's ja rund den Feuertanz, sagst du. Vielleicht wollen sie irgendwie, dass ich. Vielleicht wollen sie mir wieder eine neue IP zuweisen. Weißt du noch das letzte Mal? Warum kommen wir nicht mehr auf den Server? Selbst ich komme nicht mehr auf meinem Server und der läuft auf meinem Rechner. So, da noch ein Setzling, da ein Setzling. Da. Bin ich eigentlich jetzt fertig mit dem. Also, rück mal den Obsidian raus. Wer? Du. Ich hab doch keinen. Ich hab doch, du hast welchen abgebaut. Ich hab gesagt, ich hab keine Diamantenspitzhacke dabei. Scheiße. Jetzt hab ich da unten so schön alles fertig gebaut. Du Vogel machst mir einen Strich durch die Rechnung. Ja, egal. Naja, dann bauen wir das Höllenportal das nächste Mal weiter. Oder warte mal. Ja doch, dann bauen wir das nächste Mal weiter. Redstone haben wir auch. Dann werde ich das nächste Mal auch die Kolben bauen und alles. In der nächsten Aufnahme. Die Kolben, das mit der Lava. Da werden wir uns dann ein bisschen Lava besorgen. Das kotzt mich jetzt an, dass es genau jetzt ein Baum gewachsen ist. Der fackelt jetzt ab. Haha. Na komm, schnell das Holz nehmen. Egal, pass auf. Wir machen jetzt halt Aufnahmestopp. Das heißt, ich habe jetzt die nächsten 3-4 Tage wieder Zeit zum Video zusammenschneiden. Und das ist gerade mein Ernst. Und ja, wenn wir aktuell haben wir sogar schon 14 Folgen fertig abgedreht. Geschnitten alles, nur noch zum Hochladen. Also halt Folge 14 habe ich heute fertig gemacht. Folge 6 ist aktuell hochgeladen. Ja, und das unsere aktuelle Aufnahme. Das könnten auch so 5, 6 oder was, so um die 10 würde ich sogar fast sagen, an Folgen wieder sein. So, jetzt haben wir ganz viel Holz wieder. Würde ich sagen, würde ich sagen, das reicht. Also dann, tschüss. Tschüss. So, wieder eine neue Aufnahme Let's Play. Diesmal sind wir wieder nicht allein. Wir haben ja das letzte Mal Baumfarm gebaut in der letzten Aufnahme. So, würde ich ja fast sagen, was wollten wir machen? Ach ja, Höllenportal. So würde ich immer ansagen, Basti, fang mal an. Obsidian zu holen. Ich baue mal mit denen hier ein bisschen Redstone. Ein Signalhalter deine, und alles. Deine Dia. Ja, bau dir halt eine, wir müssten doch genug Diamanten mittlerweile haben. So. Oh, ich gehe nochmal kurz raus. Wieso gehst du nochmal kurz raus? Ach ja, da ist kein Diamant drin, warte mal schnell. Diamant. Ich hab noch das falsche Texturenpack. Ach, das ist doch nicht so schlimm. So, also. Ich überleg gerade, wie Kolben gingen. Boah. Redstone mit und außenrum. Stein, gell? Pflasterstein war's, gell? Ja, glaub schon. Pflasterstein, dann brauche ich auch ein paar Fackeln. Ich brauche dann sowieso ein paar Pflastersteine. Also, jetzt fangen wir mal an. Also. Wir brauchen einen Kolben.
So, glaube ich, ginge. Außenrum Redstone, in der Mitte, außenrum Pflasterstein, in der Mitte Redstone. So, hier oben setzen wir jetzt einmal. Ach nee, Eisen in der Mitte, hier genau. Also hier Pflastersteine, da links und rechts, oben Bretter, ein Eisenbahn in der Mitte und unten Redstone. Machen wir mal ein paar Kolben. 8 Kolben. Selten gebaut, was? Ja, meistens baue ich die dann gleich auf Vorrat. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein paar Redstone-Fackeln. Machen wir mal 39, die müssten uns reichen. So. Hey, beschmeiß mich nicht. Die reichen uns nicht. Fällt mir gerade so ein. Eimer. Haben wir Eimer? Nein, haben wir noch nicht. Ich habe gerade das ganze Eisen einstecken. Warte mal bitte. So, jetzt brauchen wir natürlich auch Redstone-Verstärker ein paar. Mal. Ich hoffe, ich Wusste ich doch. weiß noch, wen die gehen. Dafür braucht man Stein, oder? Okay, dafür brauchen wir Stein. Also nehmen wir mal einen Stein mit. So. Zack, zack. Redstone-Fackel, Redstone-Fackel und in der Mitte Redstone. Jetzt haben wir mal ein paar Verstärker gebaut. Genau. So. Jetzt würde ich sagen, Ich gehe mal los. ja, ich muss jetzt mal in Game Mode, weil wir haben ja die, also halt in Kreativ-Mode. Wir haben ja die Mobs aus. So. Da wir ja die Mobs aus haben, kriegen wir keine Schleimbälle. Schleimbälle. Wasser vergessen. Deswegen gehen wir jetzt mal kurz rein. So. Cheater. Ja, schlimm, gell? Wir brauchen 2 normale Kolben für einen Signalhalter. Die restlichen können wir zu Sticky, also zu klebrigen Kolben machen einfach. Kolben und drüber Schleimball. So. Ich würde sagen, das reicht immer noch nicht. Wir brauchen doch noch ein paar Kolben mehr. Wo hast du denn Lava gefunden? Ah, da. Ja, du suchst gerade Lava. Da wegen wenig. Na egal, komm, let's go. So, und ich habe natürlich nicht genug Holz. Also stellen wir mal schon ein bisschen Holz her. Zack. Ich glaube, das war fast zu viel. Egal. Wir sind ja mal nicht geizig. Okay, das war ein Fail. Solange du noch nicht brennst, Basti, und Ja. ich nichts zum Lachen hab, ist es nicht so schlimm. Und wie schön, dass ich meine ganzen Fackeln gleich mitgenommen habe. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Kolben. So, jetzt tue ich ja mal hier 4 Kolben, das reicht. Schleimbälle raus. Ach Quatsch. Schleimbälle raus, das lab ich auch mal raus. So, jetzt tun wir erstmal wieder alles her. Ui, Diamanten. Das Holz tun wir auch mal raus. Heute werden wir mal ein bisschen mit Redstone experimentieren, jetzt in Anführungszeichen. Ich weiß ja, wie das geht. Was mache ich denn? Haben wir noch Stein? Stein haben wir noch. Stein haben wir noch. Dann tue ich mal Pflasterstein raus. Ach, Pflasterstein heben wir trotzdem mal auf. So. Nehmen wir mal mit, falls wir da draußen rumbauen müssen. So. Dann brauche ich natürlich einmal Druckplatten. Machen wir mal 6 Stück. Zack, 6 Druckplatten. Wunderbar. Und jetzt gehen wir runter. Jetzt fangen wir mal an. So. Hier bauen wir die Druckplatten her, würde ich sagen. Da habe ich natürlich schon den ersten Fehler gemacht, aber ach, das ist ja nicht so schlimm. Kann man ja alles ausbessern. So. Jetzt legen wir Redstone hier runter. Und tun hier zubauen. So. Ui. Jetzt tun wir hier Brände fliegen. Druckplatten her. Also jetzt würde ich mal, wenn ich jetzt halt hier, ich werfe mal einen Stein drauf. Oder auch Bei nicht, mir ich ist das werfe mal einen alles ist so Stein drauf. dunkel, ey. Es ist ja totaler Scheiß. Müssten die Druckplatten eigentlich aktiv sein. Ja, Eigentlich. Eigentlich.
Das eigentlich ist immer so ein Ding. Hier muss Lava her. Lol. Nein, hier muss noch keine Lava her. Nehme ich mir mal einen Lava-Eimer mit. Hier muss noch keine Lava her. Hier kommen die Kolben her. So. Feu, ich brenne. Ja, Lava-Eimer brauchen wir auch. Genau. Hier kommen dann die Kolben her. Die klebrigen Kolben, natürlich. Wie schön, dass ich fast gestorben bin und ich nicht bemerkt habe, dass nicht mehr Wasser war. Ja, im Normalfall tötet dich Lava auch nicht auf Anhieb. Außer du heißt Basti und du lässt dich gern von Lava töten. Das schon. So. 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 Und was findet man natürlich, wenn man hier rumbuddelt? Kohle. Kohle. Jetzt gehen wir mal daher. So. Wir müssen hier hinten nämlich jetzt halt einen kleinen Gang aus, einen kleinen Raum ausheben, dass wir hier hinten unseren Signalhalter herkriegen. Ich nehme jetzt fürs Höllenportal. Brauchst du nur 10 Stück? Ich weiß es nicht, ich habe nicht aufgepasst, wie viel ich brauche. 4 unten, 4 oben und 2 nach oben. Ich muss mal schnell was schauen. 12. Jupp, ich bin gerade wieder leiser geworden. So. Ich habe Eisen gefunden. Natürlich auch nicht schlecht. So. Wir bauen jetzt hier einfach mal einen kleinen Raum, dass ich wenn genug Platz habe für den Signalhalter. Ein paar Fackeln her, dass man was sieht hier. Sieht. So, Redstone, Redstone, Redstone. Jetzt haben wir hier schon mal Signal drin. So. Lol. Jetzt bauen wir den Raum hier noch in die Richtung. Dass wir aber genug Platz haben, würde ich mal sagen, für den Signalhalter. Noch mehr Lava. Ich jetzt denke, überall wegen der Höhle Lava liegen. Weil ich jetzt schön keine Fackeln mitgenommen habe. So. Hier unten muss natürlich das Signal reinlaufen. Tun wir mal die Steine raus und nehmen hier Pflastersteine wieder zum Auffüllen. Zack, 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 zack. Tack, tack, Das tack. war wieder eine super Leistung von mir. Wo ist Hosten aufgestellt? Ich nehme schon den Sprung an, und dann geht der Sprung wieder aus und ich springe gerade in Lava. Top Leistung. So, und ich muss jetzt mal schauen. So. Und hier jetzt er dann. Nochmal eins weiter. Müsste das eigentlich durch den Block durchleuchten. Also Redstone kann, wenn es mit dem Verstärker zum Beispiel gemacht wird, kann es durch den Block durchleuchten. Jetzt haben wir hier Verstärker. Basti, wir brauchen 12 Lava. Ja, ich habe gerade nicht so viele Eimer dabei. Ja, ist nicht schlimm. So.
Jetzt probieren wir das ganz einfach mal mit der Fackel aus. Das machen wir jetzt in Lamba. Funktioniert. Es schält einmal durch. So. Und damit natürlich die Lava hier jetzt nicht runterfließt. Zack, 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 zack. Zack. Bauen wir hier zu. Jetzt dürft natürlich die Lava nicht runterfließen. So. Hier setzen wir wieder einen Stein rein. Wenn dann hier natürlich zu dicht ist, sieht man die Lava auch nicht mehr. Du tust gerade Wäsche waschen? Ich tue gerade Wäsche waschen, ja. Okay, gut. Warum? Ich weiß gerade so. Warte mal, wir müssen hier auch mal schauen. Ich muss noch mal. Hört man, das war so schlimm? Nö, ich habe gerade noch so ein leichtes Quietschen gehört im Hintergrund. So. So, wo geht's? Wo geht's hier raus? So, Basti. Ich hau hier einmal auf. Hier außen. Dass du die Lava dann richtig schön herplatzieren kannst. Wo ich sagen muss, das könnte gefährlich werden. Mhm. Hier Lava hinzuplatzieren. Ich schau mal. So, wo geht's hier raus? Vielleicht kann ich das ein wenig besser machen. Vielleicht kriege ich das besser hin. Jupp, so, wenn du es so machst, kannst du hier die Lava herplatzieren. Müssen ich bin halt, hier, wo ich noch nie war. Müssen wir halt danach wieder schön mit Stein auffüllen. So. Jetzt haben wir hier hinten natürlich das Signal von der einen Seite. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch nochmal ein Signal. Jetzt. Hier ist ein L. Bin ich schon mal richtig. Drei Fackeln. Und ich fände Eisen.